Da wir so viele Fragen von euch zu unserem Fibromyalgie-Video erhalten haben und hier speziell zu den Themen Schmerztherapie und Ernährung, haben wir uns entschlossen, speziell zu diesen beiden Gebieten nochmal Videos zu drehen. Im heutigen Video wird es zunächst einmal darum gehen, was du bei der Fibromyalgie gegen die Schmerzen tun kannst, da herkömmliche Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Aspirin wirkungslos sind. Also, wenn dieses Thema für dich relevant ist, dann bleib dran. Bis gleich. Hi, mein Name ist Ute Alleine und ich bin Internistin und Notfallmedizinerin hier beim Arzt für dich. Die Fibromyalgie ist ein Chamäleon unter den Erkrankungen. Chamäleon deshalb, weil es einerseits so viele verschiedene Gesichter hat und andererseits, weil es andere Krankheiten quasi imitiert und es dadurch sehr häufig zu Fehldiagnosen kommt. So wird die Fibromyalgie häufig mit einem Rheuma verwechselt oder mit Muskelerkrankungen oder Hormonstörungen oder ja auch manchmal einfach als Depression deklariert. Die Fehldiagnosen wären sicherlich nicht so häufig, wenn es klare Parameter gäbe, mit denen sich die Fibromyalgie messen ließe. Aber die gibt es leider nicht. Im Labor zum Beispiel zeigen sich keine eindeutigen Veränderungen. So steigen in der Regel die Entzündungswerte nicht an und auch die Parameter für Knochen und Muskelfasern sind nicht verändert. Diagnostizieren lässt sich die Fibromyalgie allein durch die Symptomatik. Aber um diese richtig zu deuten, braucht es seitens des Diagnostikers viel Erfahrung, aber auch Zeit, um den Patienten ausführlich zu untersuchen und zu interviewen. Wenn eines von beiden fehlt, kommt es sehr schnell zu Fehldiagnosen. Um die Erkrankung diagnostisch zu klassifizieren, gibt es inzwischen einen ganzen Kriterienkatalog, mit dessen Hilfe die Bestimmung der Erkrankung erleichtert werden soll. Zu diesem Katalog gehören unter anderem die Anzahl und Lokalisation von Schmerzpunkten, den sogenannten Tender Points, die Schmerzintensität und auch Dauer, aber auch die Begleitsymptome, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Depressionen, chronisches Erschöpfungssyndrom oder aber auch Merk- und Konzentrationsstörungen. Erst wenn hier ein bestimmter Score, also ein bestimmter Wert erreicht ist, gilt die Diagnose Fibromyalgie als gesichert. Ist die Diagnose dann gestellt, ist schon ein großer Meilenstein erreicht, denn für viele Betroffene endet dann endlich eine lange Odyssee aus Arztbesuchen, des Nicht-Verstanden- und Herumgereicht-Werdens. Aber wie geht es dann weiter? Weil ist ja schön, wenn die Diagnose steht, nur wie gehst du jetzt mit den Schmerzen um? Denn die herkömmlichen Schmerzmittel wie NSAR, also die nicht-steroidalen Antirheumatika, wie Aspirin oder Ibuprofen, helfen ja bei der Fibromyalgie in der Regel nicht weiter. Das heißt also, auf andere Schmerzbekämpfer ausweichen. Aber auf welche? Wichtig an dieser Stelle, die Schmerztherapie bei der Fibromyalgie ist am wirksamsten, wenn du mehrgleisig fährst. Das bedeutet, die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du nicht allein auf Schmerzmittel baust, sondern die Beschwerden von verschiedenen Seiten aus angehst. Und hier hast du glücklicherweise einige Möglichkeiten. Bevor wir auf die physikalischen alternativen Therapien kommen, fangen wir zunächst einmal bei den Medikamenten an. Also, was gibt es hier? Wie gesagt, Aspirin und Ibuprofen sind wenig wirksam bei der Fibromyalgie. Das liegt daran, dass bei der Fibromyalgie der Schmerz nicht in den Muskeln und Knochen entsteht, sondern dadurch zustande kommt, dass das Gehirn eine veränderte Schmerzwahrnehmung und auch eine andere Schmerzverarbeitung hat. Das heißt also, dass Schmerzmittel, die in der Peripherie, also den Muskeln und Knochen wirken, hier gar keine Chance haben. Daher sind eben Aspirin und Ibuprofen auch wirkungslos. Sinnvoller ist es hier, auf Medikamente zurückzugreifen, die zentral wirken, also die Schmerzwahrnehmung und Verarbeitung im Gehirn beeinflussen. Und dazu gehören Medikamente wie zum Beispiel trizyklische Antidepressiva, also Amitriptylin zum Beispiel, Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wie das Fluoxetin oder auch duale Antidepressiva wie zum Beispiel Duloxetin oder auch Antikonvulsiva wie das Pregabalin. Diese Medikamente wurden ursprünglich zur Behandlung von depressiven Stimmungen oder auch von Krampfanfällen entwickelt und sind daher für die Behandlung von Fibromyalgie-Schmerzen nicht explizit gedacht gewesen. Aber dadurch, dass es in Deutschland derzeit keine Medikamente gibt, die speziell für die Fibromyalgie zugelassen sind, bleibt letztlich nur diese Möglichkeit. Und vielen Patienten helfen diese Medikamente recht gut. Neben den genannten gibt es aber auch noch die Möglichkeit, auf sogenannte Muskelentspanner wie Baclofen oder Tolpirison zurückzugreifen oder auch Neuraltherapien mit Procain und Lidocain zu probieren. Manchen Menschen helfen auch Opiate recht gut und andere Betroffene schwören auf Cannabispräparate.
Aber auch die Naturheilkunde hält, abgesehen von Cannabis, noch einiges an Möglichkeiten bereit. Hier helfen zum Beispiel Zubereitungen aus Baldrian, Brennnessel, Johanniskraut und Teufelskralle sehr gut. Aber auch grüner Tee, Fenchel und Passionsblume haben sich bewährt. Ebenso können Arnika-Bäder die Beschwerden lindern oder auch Teezubereitungen aus Lapacho. Einfach mal ausprobieren. Irgendwas wird sicherlich dabei sein, was auch dir hilft. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch von Mistel und Pestwurz gesprochen. Da möchte ich eine kleine Warnung aussprechen. Bitte zieh nicht einfach los, sammel die Pflanzen und mach dir daraus einen Tee. Weil diese Pflanzen sind eigentlich für unseren Organismus giftig. Und erst durch die Aufbereitung und ja, die Zubereitung und Verarbeitung in Präparate und spezielle Teezubereitung, dadurch werden sie eigentlich erst bekömmlich für den Körper. Deswegen nicht einfach irgendwo Misteln sammeln und sich daraus einen Tee brühen. Das kann nach hinten losgehen. Abgesehen von Medikamenten gibt es aber noch eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen, die bei der Fibromyalgie sehr wirksam sind. Und hier zum Beispiel möchte ich einmal das Gebiet der physikalischen Therapie ansprechen. Hier gibt es nämlich diverse Anwendungen für Wärme, aber auch für Kälte. Was dir speziell gut tut, probierst du am besten aus, denn eine pauschale Aussage darüber, ob Kälte oder Wärme besser ist, ist nicht möglich. Kommen wir einmal zu den Wärmebehandlungen. Hier kannst du zum Beispiel warme Bäder wie Sole- und Thermalbäder ausprobieren oder auch mal die Infrarot-Wärmekabine. Heiße Rollen oder Wickel werden häufig als sehr angenehm empfunden. Ebenso verfehlen auch Moor- und Fango-Packungen ihre Wirkung nicht. Was auch sehr genial ist, ist die Sandliege, wo dein Körper in warmen Sand gebettet wird und du wie am Strand in der warmen Sonne liegst. Das ja, wird von vielen Patienten ebenfalls als sehr, sehr angenehm und gut empfunden. Falls dir Wärme gut tut und du da spezielle Erfahrungen gemacht hast und Methoden empfehlen kannst, die für dich der absolute Geheimtipp sind, dann schreib es uns auch in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Kommen wir von den Wärmebehandlungen einmal zu den Kältebehandlungen. Denn, tja, wieso ist, manche Patienten reagieren auf Wärme mit einer Schmerzverstärkung und finden eher in der Kältetherapie die erwünschte Erleichterung. Und auch hier gibt es diverse Methoden, die zum Einsatz kommen. Allen voran sicherlich die Kältekammer, wo dein Körper extrem kalten Temperaturen von minus 110 Grad Celsius bis minus 190 Grad Celsius für eine Dauer von circa 1 bis 3 Minuten ausgesetzt wird. Aber du kannst dich natürlich auch Kaltluft aussetzen oder kalte Packungen probieren. Die Packungen funktionieren letztlich genauso wie die Fango-Packungen, nur eben mit Kälte. Abgesehen von der Kälte- und Wärmetherapie bietet die physikalische Therapie aber auch noch weitere geniale Möglichkeiten. So zum Beispiel Behandlung mit Ultraschall, Ultrareizstrom oder auch TENS. TENS ist die Abkürzung für transkutane elektrische Nervenstimulation. Dabei wird dir mit Hilfe von Elektroden, die auf deine Haut geklebt werden, kleine Stromimpulse verabreicht, die schmerzlindernd wirken können. Darüber hinaus gibt es aber auch noch Lasertherapien oder auch pulsierende Magnetfeldtherapie, die ebenfalls gute Effekte erzielt. Eine weitere Säule in der Schmerztherapie ist aber auch die Bewegung. Hier kannst du dich, sofern es dir möglich ist, sowohl selbst bewegen, indem du zum Beispiel Wirbelsäulengymnastik, Stretching, Yoga, Wassergymnastik, Rückenschule oder medizinische Trainingstherapien an Geräten durchführst, oder du lässt dich passiv bewegen, indem du Massagen oder Lymphdrainagen erhältst. Insbesondere die Massagen werden von Fibromyalgie-Betroffenen als sehr, sehr angenehm empfunden. Eine weitere wichtige Säule ist die Entspannung. Denn dadurch sinkt nicht nur der Stresshormonlevel in deinem Körper, sondern es verändert sich auch die Schmerzwahrnehmung in deinem Gehirn. Und hier kann zum Beispiel die progressive Muskelentspannung nach Jacobsen sehr helfen, Spannung zu lösen, aber auch das autogene Training. Tanz- und Musiktherapie tragen auch dazu bei, dass du Blockaden lösen und Ballast abwerfen kannst. Gerade die Musik- bzw. Klangtherapie ist für viele Patienten eine sehr schöne Möglichkeit, um eine tiefe Entspannung und ein angenehmes Körpergefühl zurückzugewinnen. Daneben kann aber auch die Osteopathie einen guten Beitrag zur Beschwerdelinderung leisten. Akupunkturmassage und überhaupt die traditionelle chinesische Medizin können dir ebenfalls dabei helfen, deine Symptome zu bessern. Wo wir gerade bei TCM sind, regelmäßiges Praktizieren von Tai Chi und Qigong wird auch von vielen Betroffenen als sehr, sehr hilfreich in der Symptomlinderung empfunden.
Welche dieser Maßnahmen bzw. welche Kombination hilft dir am meisten, um mit den Beschwerden der Fibromyalgie besser klarzukommen? Oder vielleicht hast du einen Geheimtipp, den ich hier bisher noch nicht genannt habe. Dann teile uns das doch gerne mit. Ich bin mir sicher, dass du damit vielen anderen Betroffenen sehr helfen kannst. Vielen Dank. So, zu guter Letzt bleibt noch eine Sache zu nennen, auf die ich im nächsten Video eingehen werde, nämlich welche Ernährung bei Fibromyalgie hilfreich ist. Da auch das genauso wie die Schmerztherapie ein weites Feld ist, machen wir dazu ein eigenes Video. Falls du dazu spezielle Fragen hast, dann teile sie uns doch jetzt noch gerne mit, damit wir sie dann im nächsten Video beantworten können. So, das waren heute wieder viele Informationen. Ich hoffe, sie haben dir weitergeholfen. Schreib uns doch gerne, welchen Hinweis du am hilfreichsten fandst. Teile das Video gerne mit Freunden und deiner Familie und gib uns gerne einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du keins unserer Videos mehr verpassen möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. Dann erfährst du als erstes, wenn ein neues Video von uns rauskommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hier war die Doro. Ciao.